Hallo Elektronikfreunde, hier mal ein Update zu diesem Selbstbau 3D-Drucker. Ich hatte ja in meinem ersten Video diesen vorgestellt, wie man den zusammenbaut und hatte auch schon einige Sachen angesprochen, die ich ja ändern werde. Mit dem Drucker habe ich einiges ausgedruckt. Ich will es mal hier kurz zeigen. Das sind auch Sachen, die ich auch verwenden werde. Das sind Montageteile, um den Drucker auf einer Platte festzuschrauben. Dann habe ich hier was für den Lüfter, für den Extruder, für das Teil an sich, was da gedruckt wird. Und eine Halterung dazu, wobei die mir nicht gelungen ist, beziehungsweise die ist ja ein bisschen fehlgeschlagen, sieht sehr hässlich aus. Bevor ich aber diese ganzen Sachen hier mache, habe ich festgestellt, dass also das Heizbett zum Teil lose war, beziehungsweise ja, irgendwie rumschlackerte. Ich habe jetzt also mal das hier schon abgeschraubt komplett. Und habe dann festgestellt, dass hier diese Schraube hier lose ist. Sodass ich jetzt die erstmal nachziehen werde. Ich werde auch die Schrauben hier dann mit Loctite, also entweder mit Sekundenkleber bzw. mit einem Schraubensicherungslack versehen. Was ich auch noch festgestellt habe ist, und da will ich gleich mal den Drucker hier kurz ankippen, ist die Befestigung hier von diesen Lagern. Ich drehe den Drucker mal kurz um, beziehungsweise kipp den mal nach hinten. Man sieht den Drucker jetzt hier von unten und man sieht auch hier, wie diese Lager oder diese Führungen befestigt sind, nämlich hier mit dem Kabelbinder. Und ich habe bei zwei Kabelbindern festgestellt, dass die nicht richtig fest waren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass hier das Ende vom Kabelbinder, ich werde da nochmal reinzoomen, Moment. Dass also hier dieses Ende vom Kabelbinder, das geht ja dann hier durch, also wenn die Platte sich verschiebt, dass die hier angestoßen ist an den Rahmen. Und das ist natürlich völlig blöd. Also das darf da in keinem Fall irgendwo anstoßen. Das heißt, ich werde alle Kabelbinder erneuern und ich will mal kurz zeigen, ich habe jetzt einen schon mal festgemacht, wie ich das gemacht habe. So habe ich das jetzt gemacht. Also das Ende des Kabelbinders, das ist jetzt hier zur Seite raus, fast direkt hier an der Schraube, an der Mutter, sodass es dann auch nicht stört, wenn jetzt die Platte sich verschiebt. Auch die Schrauben hier von diesen Teilen, die da noch dran sind, die werde ich auch alle nachziehen und auch alle mit Schraubensicherungslack versehen. Das sind also die ersten Sachen, die ich jetzt hier erstmal ändern werde, damit es mit die Platte hier wirklich einen guten, stabilen Zustand sozusagen hat. Man sieht jetzt hier, wie ich das mache. Ich habe also den Kabelbinder von oben, also von unten hier durchgezogen, auf der anderen Seite zurückgezogen und das Ende kommt jetzt hier auf der Seite wieder raus. Und jetzt werde ich das hier so durchführen, so. Und ich werde dafür sorgen, dass dieses Teil hier, das Ende, wirklich hier in der Ecke bleibt, also nicht nach unten zeigt, sondern zur Seite. Und dann nehme ich eine Zange und ziehe das wirklich fest, mehrmals. Also mehrmals so ein bisschen hin und her ziehen. Der Kabelbinder darf natürlich dann nicht reißen, aber er soll natürlich dann sehr fest sein. Und so mache ich das mit allen vier Kabelbindern hier für das Heizbett, also für diese Unterlage, für dieses Heizbett. So, ich habe jetzt alle vier Kabelbinder hier erneuert. Man sieht es hier von unten, dort und auch hier auf der anderen Seite. Und als nächstes werde ich, wie gesagt, hier diese Schrauben alle festziehen. So, auch die Schrauben sind jetzt fest und man sieht, ich habe so ein bisschen Schraubensicherungslack reingeträufelt. Und zwar habe ich hier diesen genommen. Nennt sich hier Schraubensicherung 02K70F10. Ich glaube, den hatte ich mal von Pollin. Also mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und damit ist die Sache jetzt auch erstmal fest und jetzt geht es um das Heizbett. Auch bei dem Heizbett waren hier in dem Fall zwei von vier Schrauben lose. Das hat man ja schon gesehen bei der einen Schraube. Habe ich alle nachgezogen und jetzt kann ich das Heizbett erstmal wieder raufsetzen. Allerdings muss ich dazu sagen, die Konstruktion hier mit diesen Federn, die hier drunter kommen, und dieser Flügelmutter, mit der man nachher die Höhe einstellt, die ist also, ja, finde ich absolut grässlich. Ich bin am Überlegen, ob ich mir was ganz anderes ausdenke. Aber ich werde erstmal so die Konstruktion lassen. Später werde ich vielleicht die Flügelschrauben
gegen Grendelschrauben ersetzen, also Grendelmuttern ersetzen. Muss ich mal gucken. Also ich baue das jetzt erstmal wieder so zusammen mit den Federn und dann geht's zum nächsten Thema, was ich da ändere. So, ich habe jetzt als nächstes den Drucker hier mit den bereits gedruckten Teilen montiert. Hier hinten sind zwei Winkel dran, praktisch, oder zwei Montagehalter und hier vorne auch. Allerdings muss ich dazu sagen, hier vorne passen die ganz gut und hinten passen sie nicht aufgrund einer Länge, die nicht stimmt, aber dazu komme ich vielleicht später nochmal. Also jetzt ist der Drucker erstmal komplett fest, also da bewegt sich auch überhaupt nichts mehr. Und auch das Bett hier ist nach dem Fixieren der Schraube oder der Schrauben sehr fest, sodass sich da nichts bewegt, sodass ich da hoffe, dass mechanisch jetzt erstmal das soweit ganz gut ist. Die nächste Sache, die ich hier ändern werde, sind hier diese Gewindestangen rechts und links. Die werde ich austauschen hier gegen Trapezgewindestangen. Die kann man bestellen. Da ist dann hier diese Mutter drauf. Die müsste hier eigentlich dann auch passen. Und auf der anderen Seite ist hier diese Kupplung dran. Die hat auf der einen Seite eine 8 mm Bohrung hier und hier unten, glaube ich, 6 mm oder so, nachher für den Schrittmotor. Und die ist auch hier flexibel. Ja, man sieht das hier vielleicht ein bisschen, wenn ich ein bisschen drücke, dann geht das ein bisschen zusammen. Das müsste also jetzt hier auf den Schrittmotor passen. Allerdings jetzt so, jetzt fange ich also an, wieder so ein bisschen auseinanderzunehmen, denn ich werde hier die Querachse rausdrehen. Also ich werde hier wieder an beiden Gewindestangen drehen, dass die rausgeht, weil sonst komme ich hier an die Schrauben nicht ran. Und erst wenn das Teil ab ist, dann kann ich sozusagen die Gewindestangen austauschen. So, die Querachse ist jetzt ausgebaut und ich komme jetzt hier ganz locker an die Schrauben ran und kann also hier diese Mutter austauschen. Und die andere Sache ist, ich will mal kurz zeigen, wie ich diese Gewindestange oder die Gewindestangen wieder von den Motoren erstmal abgezogen habe. Dazu schwenke ich mal die Kamera um. Hier bei dem Original ist ja hier so ein Schlauch drauf gewesen und man kann jetzt einfach hier eine Zange nehmen, eine Kombizange, hier ein bisschen runterfassen und dann einfach hochziehen, hochdrücken und dann geht es eigentlich ganz leicht ab, ohne große Kraft. So, ich wollte jetzt hier diese Muttern wieder einsetzen in diese Führung und man sieht hier die Original Mutter und hier die neue praktisch für die Gewindestangen. Für die Trapezgewindestangen. Und jetzt sieht man Folgendes. Die haben hier kein Gewinde drin. Die Bohrung ist hier viel zu groß. Das heißt, ich werde dann nachher, wenn ich das anschraube, leider hier Mutter drunter setzen müssen. Das ist natürlich echt ätzend. Also das ist wirklich blöd, warum die hier kein Gewinde reingeschnitten haben. Vielleicht habe ich auch eine falsche Lieferung bekommen oder was auch immer. Also hier in den neuen ist kein Gewinde drin, deswegen muss ich dann das mit Schraube und einer Mutter sichern. Das ist ein bisschen doof, aber jetzt natürlich trotzdem machen. So, man sieht jetzt hier die verbaute Mutter. Ich habe hier also zusätzliche Muttern eingesetzt bei den Schrauben und auch das hier nochmal mit diesem Schraubensicherungslack gesichert, dass das auf jeden Fall fest bleibt. Auch hier die Adapter sozusagen von Gewindestange auf Motorachse habe ich raufgeschraubt, auch sehr fest natürlich, dass da nichts lose ist. Und als nächstes werde ich die Führungsstangen noch einsetzen und dann beginnt die gleiche Prozedur, nämlich die Mechanik erstmal so ein bisschen zu kalibrieren. So, mechanisch ist das Ding jetzt hier erstmal justiert. Das heißt, wie ja auch schon mal erwähnt im ersten Video hier den Abstand messen. Dann sozusagen auf beiden Seiten, dass es gleich ist und so weiter, alles gemacht. Und was ich jetzt auch schon gemacht habe, ist, man sieht es ja hier mit dem Lüfter. Ich habe also die beiden Teile, die ich zuerst noch ausgedruckt habe, wobei das hier mir nicht gelungen ist, habe ich jetzt hier montiert und siehe da, es passt sogar. Also das hier vor allem, weil ich dachte, es würde hier vom Abstand des Lüfters nicht passen. Aber es passt, sodass ich jetzt auch gleich einen Lüfter habe und der dort unten dieses Teil belüftet. Und ja, jetzt geht es weiter. Und zwar ist ja das Problem jetzt, diese neuen Gewindestangen hier, die Trapezgewindestangen, haben ja eine andere Steigung als eine normale M8-Gewindestange. Sodass ich jetzt eigentlich die Firmware anpassen muss,
Man kann natürlich jetzt auch das im G-Code vorher festlegen, allerdings, also diese Steigung, allerdings mache ich das nicht, sondern ich möchte eigentlich eine neue Firmware haben. Man sieht es jetzt auch schon hier, ich habe das Board rausgenommen, das Mainboard, sodass ich jetzt mich an PC setze und ein Firmware-Update mache, beziehungsweise dann diese Marlin-Software raufspiele, wo ich dann natürlich gleich die ganzen Parameter des Druckers dann auch anpasse. Das Board, was ich hier habe, das entspricht ja genau dem vom Anet A8. Das heißt, ich brauche eigentlich nur die komplette Software und Konfiguration von Marlin vom A8 zu nehmen. Der A8, also der Anet A8, der hat ja auch schon Trapez-Gewindestangen, soweit mir bekannt ist. Und dann müsste das eigentlich auch damit funktionieren. So, ich werde das jetzt an Rechner klemmen. Das heißt, ich brauche hier den 3D-Drucker dann erstmal so nicht, sondern ich will erstmal gucken, ob denn die Software sich installieren lässt. Und da gehe ich mal ganz kurz drauf ein. So, man sieht jetzt hier dieses Mainboard, was ich an 12 Volt hier angeschlossen habe. Hier ist der Anschluss für das LC-Display. Hier der USB-Anschluss, der geht zum Rechner. Und ich habe das einfach mal eingeschaltet und man sieht eben ganz normal hier die Informationen. Es sind im Moment natürlich keine Sensoren dran. Deswegen bringt er hier Error Mintemp und so weiter. Man sieht hier übrigens, ich habe auch schon die Taster erneuert. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Und jetzt will ich mal kurz auf den Rechner schwenken, was da so zu tun ist. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich die ganzen Webseiten, die ich jetzt hier aufrufe, auch unten in der Beschreibung drin habe, sodass man da auch raufgehen kann. Also was man generell braucht, ist erstmal eine Arduino-Umgebung. Die kann man sich hier auf der arduino.cc-Seite natürlich runterladen, wie gehabt. Das habe ich hier schon gemacht. Was man dennoch braucht, ist natürlich die Firmware. Das ist hier diese Marlin-Software. Da ist im Moment die aktuellste Version, die 1.1.9. Die werde ich hier auch nehmen. Also man kann hier dieses ZIP-File dann einfach runterladen. Was man denn noch braucht, ist hier auf GitHub eine Board-Beschreibung. Wie gesagt, der Link ist unten zu sehen für das Board, was jetzt verwendet wird. Wenn ich hier mal hochgehe, ist also hier das, was da das Board beinhaltet sozusagen. Da geht man einfach hier auf diese Seite, wie ich es so unten angebe, und geht hier auf Clone oder Download und macht dann Download Zip. Das habe ich auch schon alles gemacht und das ist dann in verschiedenen Ordnern natürlich jetzt zu finden. Ich gehe jetzt mal auf ja, den Dateimanager, dann sieht man das vielleicht besser. Wie man sieht, arbeite ich hier unter einer Linux-Distribution, das ist in dem Fall Lubuntu. Und die Dateien, die ich jetzt runtergeladen habe, das sind alles ZIP-Dateien. Die sind hier abgelegt in dem Verzeichnis Downloads im Home-Verzeichnis. Und ich habe das entpackt, diese drei Sachen, nämlich einmal die Arduino-Umgebung, dann diese Marlin-Software und auch dieses Anet-Board Master von der GitHub-Seite. Und als erstes habe ich Folgendes gemacht: Ich habe erstmal hier im Arduino den Arduino installiert, also die Umgebung installiert mit install.sh. Das muss man eventuell in der Kommandozeile machen mit su, das kommt immer darauf an. Ich habe das hier alles schon gemacht, will es jetzt nicht nochmal tun, aber das ist erst der erste Schritt. Der zweite Schritt, den man geht, ist folgender. Ich gehe mal wieder zurück in das Download-Verzeichnis. Dort ist ja diese Arnet Board Master Beschreibung drin und noch ein Unterverzeichnis Hardware. Und dieses Arnet-Verzeichnis hier kopiert man nun komplett nach Arduino. Also die Version dann 1.8.5 habe ich jetzt hier in dem Fall und dann Hardware und dann ist das hier drin. Also da kopiert man das hin. Der Sinn ist der, dass man nachher in der Arduino-Umgebung dieses Board dann auch auswählt. Der dritte Schritt, den man hier nun geht, ist folgender. Ich gehe hier wieder zurück und gehe in die Marlin-Software hier, Marlin 1.1, dann nach Marlin und dann gibt es hier Example Configuration und dann gibt es hier das Verzeichnis Anet und dann hier das Verzeichnis A8. Das ist ja praktisch der gleiche Drucker und diese beiden Dateien, die kopiert man in das Verzeichnis. Ich gehe hier wieder zurück in das Hauptverzeichnis von Marlin. Dort gibt es schon eine Config. Und diese Konfiguration vom A8 ist natürlich notwendig, ja, eben um diesen Anet A8 neu zu bespielen mit der neuen Software.
Als nächstes startet man mal die Arduino-Umgebung und öffnet dieses Marlin-Projekt, indem man hier auf Datei öffnen geht und dann eben hier in Marlin dieses marlin.ino aufruft. Das habe ich hier schon getan. Das ist erstmal die gesamte Software hier mit den ganzen Header-Dateien und so weiter. Und als erstes geht man hier mal in Werkzeuge und sucht hier bei Board dann das Board ANET V1.0 aus. Das sollte also hier erscheinen. Wenn es hier nicht erscheint, ist irgendwas was schiefgelaufen mit dem Kopieren der Boardbeschreibung. Da nochmal drauf achten. Also ANET V1.0 auswählen und dann hier in dem Fall, bei mir ist das Device jetzt hier dran an TTY USB 0. Das wählt man also aus. Und was man machen kann, ist einfach mal die Boardinformation holen. Da ist jetzt bei mir die Vendor- und Product-ID vom USB, unbekanntes Board. Also er hat da zumindest schon mal was erkannt, dass da was dranhängt. Im nächsten Schritt kann man einfach mal hier das Projekt Marlin überprüfen bzw. kompilieren. Ich starte das mal. Es dauert einen Moment. Am Ende des Kompilierens kommt Kompilieren abgeschlossen. Nicht wundern, es sind einige Warnungen dazwischendurch, die einfach erstmal ignorieren, aber zumindest ist die Kompilierung abgeschlossen. Und als nächstes kann man dann einfach mal hier oben dann das Hochladen auf das Board. Also ich gehe hier rauf, Hochladen, dann mache das nochmal und dann lade ich das aufs Board. Beim Hochladen auf das Board erscheint nun diese Fehlermeldung, also er lädt es nicht aufs Board. Und diese Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass hier auf dem Controller kein Bootloader drauf ist, offenbar, oder ein anderer oder wie auch immer. Also das funktioniert hier mit dem nicht und deswegen muss man jetzt den Bootloader erstmal installieren. Das heißt, man muss jetzt erstmal andere Dinge tun. Man sieht hier auch, es kommt die Fehlermeldung, dass das nicht hochgeladen wurde. Und wie man diese Fehlersachen jetzt behebt, das möchte ich natürlich auch mal zeigen. Also offenbar hat das Board hier von dem CTC keinen Bootloader drauf und den muss man erstmal raufspielen. Um jetzt den Bootloader zu installieren, kann man also hier nicht den USB-Anschluss verwenden, sondern man muss hier diesen Anschluss nehmen. J3, mit J3 ist der gekennzeichnet. Und ich will mal ganz kurz auf das Thema Bootloader eingehen, für diejenigen, die da sich vielleicht noch nicht so sicher fühlen, wie das eigentlich funktioniert. Wenn man jetzt einen neuen Mikrocontroller, einen AVR zum Beispiel, kauft, dann hat der hier keinen Bootloader drauf. Und um den jetzt zu flashen, also um das Programm raufzuspielen, hat dieser Controller einen sogenannten ISP-Anschluss, In-Circuit Programming. Und an diesen ISP-Anschluss wird ein Programmieradapter angeschlossen. In meinem Fall ist es hier so ein USB-ASP, das ist also hier dieses Teil. Man sieht hier auf der linken Seite den USB-Anschluss und auf der rechten Seite ist jetzt dieser ISP-Anschluss. Das heißt, ich gehe dann jetzt mit diesem Programmieradapter an PC, brauche eine entsprechende Software, um dann den Controller zu flashen. Der Bootloader, der muss natürlich auch geflasht werden vorher über diesen Weg, bietet dann aber die Möglichkeit, dass ich hier über die serielle Schnittstelle den Controller später flashen kann. Das ist ganz wichtig, wenn man nicht immer diesen Programmieradapter dabei hat. Hier in dem Fall ist es meistens so, dass hier irgendwie so ein FT232 oder so ein CH341 eingebaut ist, also irgend so ein USB nach Seriell-Konverter hier. Und den klemmt man dann ran und wenn er den Bootloader kennt, dann sollte er ihn eigentlich auch hier am Arduino dann hochladen, die Firmware. Das heißt, als erstes muss ich natürlich den so programmieren, dass der Bootloader erstmal raufkommt. Und wenn der drauf ist, dann kann ich die obere Geschichte abklemmen, gehe mit dem Rechner ran und versuche dann nochmal über die Arduino IDE dort das Programm hochzuladen. Um den Bootloader jetzt zu installieren, habe ich hier den Programmieradapter dran und hier diese Leitungen sind ja jetzt der vom ISP-Anschluss. Die PIN-Belegung, die findet man im Netz. Da muss man aufpassen, dass man da richtig rangeht. Was hier offen ist, ist die Spannungsversorgung, weil das Board wird hier über die 12 Volt gespeist und nicht über den Programmieradapter.
Und jetzt werde ich natürlich die Versorgungsspannung anschließen und den Programmieradapter dann an den Rechner hängen. Man sieht jetzt hier den Gesamtaufbau. Also ich habe auch das Display nochmal angeschlossen, um später natürlich gleich zu sehen, ob die neue Firmware dann hochgeladen wurde. Programmieradapter ist dran. Hier leuchtet auch die Leuchtdiode. Das heißt, er bekommt Spannung hier. Und als erstes werde ich mal einen Test durchführen mit einem Kommandozeilenprogramm genannt AVR Dude, um zu gucken, ob der Controller ansprechbar ist. Und wenn ja, dann weiß ich, dass diese Pinbelegung hier richtig ist. Also ich werde ein Kommando absetzen, um zu gucken, ob der sozusagen über den USB-ASP ansprechbar ist. Hier habe ich mal ein Terminal geöffnet und das Kommando heißt einfach AVR Dude. Und wenn man jetzt nicht genau weiß, was man da eingeben kann, gibt man einfach mal das Kommando ein und tippt Enter. Und es sind zwei Sachen jetzt wichtig. Einmal die Partnummer, also welches Bauteil ist da drin, welches Device und der Programmer. Und wenn ich das jetzt hier mal eingebe mit diesen Parametern, hier unten steht es nochmal mit dem minus P M1280, ist also ein ATmega 1280 auf dem Board minus C, also für den Programmieradapter USB-ASP. Wenn ich das jetzt hier abschicke, dann kommt hier die Meldung, dass er sozusagen das Device erkannt hat. Und AVR Dude done, thank you. Dann weiß man, dass eigentlich ja, der Programmieradapter dort richtig an das Board angeschlossen ist. Wenn dort irgendwelche Timeout-Fehler oder irgend sowas kommen oder dass er das Device nicht findet, dann ist definitiv der Anschluss an das Board falsch oder im schlimmsten Fall ist der Controller kaputt. Also hier geht alles. Er erkennt also hier den Controller und jetzt kann ich im Prinzip im Arduino dort den Bootloader flashen. Dazu schließe ich hier wieder das Fenster, gehe nochmal auf Werkzeuge, habe also hier das Board ausgewählt und als nächstes, weil der Board ist ja nicht angeschlossen hier, deswegen kann ich auch keinen Port hier anzeigen lassen. Ich kann auch keine Boardinformationen holen. Als nächstes muss ich den Programmieradapter hier ändern. Den ändere ich hier auf USB-ASP und hat da eingestellt und jetzt sage ich Bootloader brennen und dann hoffe ich, dass das erstmal funktioniert. So, ich gehe auf Brennen. Das kann einige Minuten dauern. Am Ende kommt dann mit der Meldung, der Bootloader wurde gebrannt. Das heißt, es hat hier geklappt. Und jetzt kann ich wiederum den USB-ASP Programmieradapter abstecken und das Board ganz normal an USB anschließen. Und dann sollte eigentlich auch die Firmware hier auf das Board zu flashen gehen. Ich schiebe das hier mal ein bisschen runter. Und als erstes, ich habe jetzt also das Board wieder dran. Ich werde mal die Kamera etwas höher machen. Ich gehe mal hier wiederum auf Werkzeuge, Bordinformationen und man sieht sofort, also er hat hier wieder den gefunden an dem TTY USB 0 Bordinformationen holen. Da ist immer noch alles so weit geblieben und jetzt werde ich einfach noch mal hier das Ding hochladen. Dauert auch natürlich eine Weile. So, am Ende sagt er hier, Hochladen ist abgeschlossen und das hat also erstmal funktioniert und jetzt schauen wir mal, was das Display so sagt. So, ich schalte mal den Drucker ein, Display, und man sieht Marlin 1.19 ganz kurz und man sieht hier die Temperatur und so weiter. Ich habe jetzt also den Drucker, die Komponenten soweit angeschlossen. Allerdings ist es noch nicht alles, denn die Marlin-Software, die jetzt da drauf ist, die bietet unheimlich viele Konfigurationsmöglichkeiten für die verschiedensten Drucker. Und da sind einige Einstellungen jetzt zu tätigen, die ich mal durchgehen möchte. Es ist sehr viel, muss man dazu sagen, beziehungsweise man muss sehr viel ausprobieren. Das habe ich jetzt auch gemacht und will da einfach mal so eine kurze Übersicht geben. Ich habe jetzt das Marlin-Projekt hier aufgerufen in der Arduino-Umgebung und die wichtigste oder Hauptkonfigurationsdatei ist einfach hier diese Header-Datei configuration.h. Da geht man einfach mal so durch, wobei einfach ist eigentlich schon ja, schwierig, denn die ist sehr lang, die Datei, und es gibt einige Dinge, die geändert werden müssen. Es handelt sich ja hier um die Konfiguration von dem Arnet A8, das haut aber für den CTC teilweise nicht hin.
Und zwar gibt es da so verschiedene Einstellungen, die zu tätigen sind. Und da will ich mal kurz durchgehen. Ich habe hier die immer gekennzeichnet. Ich scroll gerade hier mal so ein bisschen runter. Also das Erste sozusagen, was jetzt hier natürlich wichtig ist, was auch vorgegeben ist für die Konfiguration von dem Arnet A8, ist hier dieser Boardname Arnet 1.0. Also das heißt jetzt hier nicht 10, sondern 1.0. Dann kann man hier so einen Custom-Name angeben. Den habe ich jetzt mal eingetippt. CTC i3 Pro, so heißt der Drucker offiziell. Und das sind die ersten sehr einfachen Einstellungen, die man tätigen muss. Als nächstes geht es dann um die Anzahl der Extruder. Es ist ja bei dem Drucker nur einer vorhanden. Also Extruder ist hier 1. Dann haben wir die Filamentgröße. Der hat hier eine Größe von 1,75 im Durchmesser. Das wäre also die nächste Einstellung. Die nächste Einstellung betrifft die Temperatursensoren. Es gibt ja zwei, nämlich einmal für den Extruder und einmal für das Heizbett. Und die sind hier vom Typ 1. Ich habe das hier mal noch dazu geschrieben, dass ich das hier geändert habe. Also hier diese Zeile und auch diese Zeile. Da wird für den Temperatursensor hier die 1 eingegeben. Was folgt noch? Ich scroll mal hier ein bisschen runter. Weiter unten kommen nun die Informationen über die Lagenendschalter. Die müssen hier alle auf False stehen für diesen Drucker. Hier geht es darum, ist der Lagenendschalter nach Ground oder nach Plus geschaltet. Und hier bei dem Drucker müssen die alle auf False stehen. Der nächste Abschnitt hier sind diese Movement Settings. Das heißt also alles, was die Schrittmotoren betrifft, die Millimeter oder die Schritte pro Millimeter und so weiter werden da eingestellt. Da gibt es mehrere Sachen. Zum einen muss hier dieses Define Distinct Effectors nicht kommentiert sein. Dann kann man hier diese Werte, die Schritte pro Millimeter hier eingeben. Allerdings muss man das vorher ausmessen und dann auch ausrechnen. Dazu komme ich gleich nochmal. Was noch sein muss, es kommt unten weiter. Man muss im Prinzip das EEPROM dann ausschalten, um diese Werte zu bekommen. Was man dann hier auch noch eingibt, sind so ein paar Änderungen über die Feedrate. Das habe ich hier auch geändert. Und das sind also Werte, die man unbedingt ändern muss. Man sieht hier diesen Wert, diese 1592,04. Das ist ein Wert für die Z-Achse und zwar dann, wenn sie Trapezgewindestangen hat. Die ersten beiden Werte ähneln sehr dem Originalwert. Und der ist hier eben für die Trapezgewindestange. Der muss also geändert werden, weil, wie gesagt, die Steigung anders ist als bei den normalen Gewindestangen. Und diese 98,3 ist dann für den Extrudermotor. Weiter gibt es noch ein paar Einstellungen zur Beschleunigung hier. Das habe ich mal übernommen von einer anderen Konfiguration, die ich im Netz gefunden habe. Dann gibt es noch weiter unten natürlich die Größe des Heizbetts bzw. des Druckbereichs und auch die Höhe. Das stellt man hier alles ein. Ich habe hier die XY-Größe ist 200 x 200 und die Z habe ich jetzt auf 180 gestellt, wobei ich glaube, der geht auch bis 200 mm, aber ich habe es erstmal so gelassen. Also diese Änderung muss man natürlich auch vornehmen. Noch weiter unten gibt es Additional Features und da ist unter anderem jetzt die Sache mit dem EEPROM. Und man muss also hier auf jeden Fall das EEPROM rausnehmen, damit man oben die Einstellung für die X-, Y- und Z-Achse vornehmen kann. Ich möchte jetzt nochmal auf die sehr wichtige Einstellung eingehen. Hier diese Schritte pro Millimeter, die müssen ja genau eingestellt werden, damit der Drucker natürlich entsprechend das Teil, was man da hat, genau in der richtigen Größe druckt. Und die Frage ist, wie bin ich jetzt drauf gekommen auf diese Werte? Man muss da so vorgehen, dass man Standardwerte ja hier oben hat. Also hier diese 100, 100, 400, 100 ist ein Standardwert, den man zunächst hat. Dann macht man Folgendes, und da will ich mal kurz überschwenken zum Drucker. Dann lässt man nämlich die Achsen eine bestimmte Länge durchfahren und misst mal nach, ob das dann auch der Fall ist und rechnet das um, was dann hier wirklich stehen muss. Wenn man die Software jetzt mit diesen Parametern hochgeladen hat, dann kann man Folgendes machen. Man kann hier mit den Tasten einmal die
in Prepare die Auto-Home-Position anfahren. Das mache ich gerade hier mal ganz kurz. Der ist also da schon drin. Also der Drucker ist jetzt in seiner Home-Position. Und um jetzt hier die Schritte hier für den Motor zum Beispiel festzulegen pro Millimeter, lasse ich den Drucker einmal 100 mm nach rechts fahren, laut Anzeige, und messe dann aber nach, ob das dann wirklich 100 mm sind. Jetzt braucht man natürlich irgendeine Referenz, also 0. Und da habe ich das so gemacht, dass ich mit dem Messschieber hier den Abstand, diesen hier, gemessen habe. Dann habe ich den Drucker um 100 mm nach rechts fahren lassen, also die X-Achse, und habe gemessen, wie viel das nun wirklich ist. Und habe das dann umgerechnet, was letztendlich wirklich eingetragen werden muss, hier in die Konfigurationsdatei. Ich habe hier meine Übersicht gemacht, und zwar folgendes. Voreingestellt waren in dieser Configuration.h diese Werte, also für XY79, für Z2560 und für den Extruder 105 Schritte pro Millimeter. Dann habe ich gesagt, okay, er soll 100 mm hier in dem Fall für XY fahren. 50 habe ich jetzt bei der Z-Achse genommen, weil das doch sehr viele Schritte sind hier. Und also er, sodass er da nicht außerhalb des Bereichs kommt, also 50 mm. Und bei dem Extruder habe ich auch nochmal 10 Zentimeter oder 100 mm angegeben. Danach habe ich dann jeweils immer gemessen, wie viel ist jetzt wirklich die X-Achse zum Beispiel wirklich gewandert. Hier in dem Fall habe ich gemessen 98,7 mm, also man sollte das wirklich genau mit dem Messschieber messen. Dann habe ich hier diese Formel angewendet, nämlich der eingestellte Wert mal dem Sollwert geteilt durch den Ist-Wert, und das ist jetzt der neue Wert, der in der Configuration.h eingetragen werden muss. Dieses Verfahren kann man für XYZ ganz wunderbar anwenden natürlich. Bei dem Extruder ist es jetzt so, man muss dort den Motor sozusagen separieren, also auseinanderschrauben, also den Lüfter abschrauben. Das will ich mal ganz kurz nochmal zeigen, wie man das dann macht. Man muss also hier den Schrittmotor von dem Extruder hier abschrauben. Das heißt, den Lüfter lose schrauben, dann kriegt man den Motor ab. Und jetzt ist es so, ich habe hier oben das Filament drin und das schiebt man jetzt so weit durch, bis es hier rausguckt, beziehungsweise dass es sozusagen bündig hier abschließt. So, und jetzt muss man als nächstes im Menüpunkt des PLA den Extruder vorheizen, warten, bis die Temperatur erreicht ist, weil dann kann man erst den Motor hier für den Extruder bewegen. Dann bewegt man den eben 100 mm, dann kriegt man hier das Ende raus, dann misst man das Ende ab und dann kann man nach der gleichen Formel dann wieder berechnen, wie dort exakt der Wert, diese Schritte pro Millimeter einzustellen sind. So, nachdem ich hier alles Mögliche kalibriert habe, habe ich einfach mal einen Testdruck jetzt gestartet. Das ist dieser Kalibrierungswürfel und ich bin gespannt, wie der aussieht und ob natürlich der von den Abmessungen auch genau stimmt. So, man sieht jetzt hier, der Würfel ist fast fertig. Ich habe den jetzt in Schwarz gedruckt und ich sieht schon ganz gut aus, muss man sagen. Also besser als der erste Würfel, den ich nochmal ausgedruckt habe mit der alten Hardware und der alten Software. Dauert jetzt noch ein paar Minuten, 85% hat er gerade. Dann werde ich das beides mal vergleichen, beide Ergebnisse. So, hier sieht man jetzt drei dieser Würfel. Der erste, der gelbe, der ist noch mit der Original-Hardware und der Software gedruckt worden. Also ohne Kühlung für das Bauteil. Und man sieht also, das ist hier ziemlich verkorkst. Das ist also nicht gerade. Sieht ziemlich angeknabbert auch. Die Maßhaltigkeit stimmt auch nicht. Also ich kann ja hier mal nachmessen, was wir hier so haben. Hier ist also über 20,3 oder so. Und die Seite haben wir hier unter 20. Also stimmt alles irgendwie nicht. Dann hätte ich ja mal die Messung durchgeführt und die Parameter dann in der Configuration.h eingegeben und habe diesen Würfel ausgedruckt. Allerdings ist mir da offenbar beim Messen ja ein kleiner Fehler unterlaufen, beziehungsweise war nicht genau genug, denn die X-Seite hier ist nicht exakt 20. Dies liegt hier bei 19,7. Die anderen Seiten stimmen, sodass ich nochmal justiert habe, habe dort in der Configuration.h die Eingabe für die X-Seite nochmal geändert und jetzt habe ich also diesen Würfel
Und da sieht man jetzt auch, also hier bei x habe ich ziemlich genau 20. Dann haben wir hier y, ist auch ziemlich genau 20. Und z haben wir auch ziemlich genau 20. Sodass es stimmt, qualitätsmäßig ist es okay. Man sieht auch hier schon scharfe Kanten im Prinzip, also nicht so ein abgeknabbertes Zeug wie hier. Ja, also hier sieht man ja wirklich, das ist alles nicht ganz gerade. Und von der Qualität her reicht es erstmal für mich. Denn was ich eigentlich jetzt demnächst ausdrucken will, ist ein Teil hier für die Kamera. Aber da mache ich sicherlich nochmal ein eigenes Video dazu. Summa summarum mal ganz kurz zu diesem Drucker hier. Für wen ist der eigentlich geeignet? Also für jemanden, der mal schnell qualitativ gut ausdrucken will, ist der überhaupt nicht geeignet. Denn es steckt hier sehr viel Arbeit dahinter. Wenn man gut ausdrucken will, muss man gewisse Dinge anpassen. Wenn man allerdings Spaß hat, hier so ein Ding mal umzubauen, sich mit der ganzen Materie zu befassen, ist das Ding sehr gut geeignet. Man kriegt also einen Haufen Teile dazu, um ja das Druckergebnis zu verbessern. Sicherlich könnte man jetzt auch den Extruder zum Beispiel nochmal tauschen oder so. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also zum Basteln, so ein bisschen Erfahrung sammeln mit 3D-Druck ist es gut. Wenn es dann klappt, kann man auch gute Ergebnisse jetzt erzielen. Wenn man jetzt natürlich ganz gut oder sehr gut ausdrucken will, dann kann ich eigentlich nur ein Fertigmodell, was auch etwas teurer natürlich ist, empfehlen. Das soll es jetzt hier gewesen sein zu diesem 3D-Drucker und ich werde sicherlich, wenn ich jetzt irgendwelche Teile ausdrucke, nochmal ein Video dazu machen. Und ich hoffe, es hat was hier gebracht, hat ein bisschen Informationen gebracht und ich wünsche dann weiterhin viel Spaß und auch die Konfigurationsdatei fällt mir gerade noch ein, die Configuration.h werde ich auch hochladen, damit jemand, der diesen Drucker hat, dann auch verwenden kann. Bis dann, tschüss.